Und da habe ich gleich, ich möchte gleich mal heute starten mit einer Frage in die Runde. Wer von Ihnen weiß denn schon, dass wir einen Fachkräftemangel im Gesundheitswesen, in der Pflege, bei den Krankenschwestern und so weiter haben? Ich mal bitten, wer weiß denn das schon, dass wir das haben? Bitte ich mal im Kopf zu behalten. Denn eins meiner Hauptthemen wird sein, was ist denn der Unterschied zwischen Information und Wissen? Falls sich irgendjemand hier im Raum im Laufe des Vortrags ein bisschen auf die Füße getreten vorkommt, dann ist das kein Zufall, sondern Absicht. Weil Veränderungen werden ja nur dadurch initiiert, dass man aus seiner Komfortzone geholt wird. Und damit möchte ich jetzt beginnen. Das Erste, womit ich starte, auf der linken Seite sieht man, wie man eigentlich Wissensmodell, Wissensmanagement als solches aufbauen kann. Wissen ist sowas ganz Scheues. Ne? Das heißt, ich kann niemandem mehr, gebe kein Wissen weiter. Was er weitergeben kann, ist Information. Und wie er das macht, das hängt ganz stark davon ab, welches Vertrauen er hat. Das haben wir heute schon ein paar Mal angesprochen. Ne? Wenn ich denke, ich gebe das Wissen ab, weil wir eine nächste Restrukturierung haben, wie sie den Viertel der Mitarbeiter entlassen wollen, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Vielleicht werde ich Informationen abgeben, aber sicher eine eigentlich die gebraucht werden, damit ich entlassen werden kann. Dafür. Was ein sehr großer Unterschied zwischen Information und Wissen ist hier zu sehen. Was ist die Information hier? Wir sollen Montag bis Freitag Markierungsarbeiten stattfinden, deswegen ist der Halteverbot. Das ist die Information, die wir haben. Was ist das Wissen? Wir Bürger sind der Stadt Chemnitz scheißegal. Und jetzt will ich mal erklären, warum. Ich hatte hier an dem Haus eine Woche lang relativ viel zu tun, musste Zeug hinbringen, abbauen, Garten in Ordnung bringen und so weiter. Da stand die ganze Woche da das Schild. Keiner ist dort erschienen, niemand ist dort erschienen. Ich weiß nicht, ob das noch zwei Wochen dort stand. Weil was hier fehlt, ist das Datum, wann das ist. Interessiert diese Stadt niemanden. Das sind wichtige Parkplätze da davor. Das wird hingestellt. Bürgerfreundlich wären natürlich die Wesenheit auf einen Tag eingeschränkt. Was passiert hier in der Chemnitz, das wird hingestellt. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch steht. Dafür, dass die Leute nicht rankommen. Das ist, die Information ist, dort wollen sie Markierungsarbeiten machen, das Wissen ist, das ist in der Stadt scheißegal. So, der zweite Punkt ist, Wissensmanagement, sagt man, basiert auf drei Säulen. Messen, machen, wohlfühlen. Die meisten denken meist über das Machen nach. Das sind die eigentlichen Methoden, was weiß ich, in Workshops, in Meetings was zu übergeben, in Technik irgendwas zu übertragen und so weiter. Geschäftsführung oder irgendjemand, der das bezahlt, möchte natürlich gerne das messen können, um zu sehen, was ist rausgekommen. Aber eine der entscheidendsten Säulen überhaupt ist die Kultur, das Wohlfühlen. Wie ist die Unternehmenskultur, wie ist die Kultur in der Gesellschaft auch, wie ist die Kultur meinetwegen in der privaten Familie, wie ist die Kultur in der Organisation oder in der Stadtverwaltung. Eins der sichersten Dinge, wenn man in ein Unternehmen kommt oder eine Organisation einschätzen möchte und wissen möchte, Kultur ist, hat man durch einen Krankenstand. Ist der Krankenstand. Also jeder kann überlegen, wenn sein Unternehmen, seine Organisation, der Krankenstand größer ist als 4% oder im Durchschnitt mehr als 14 Tage pro Mitarbeiter, dann ist das ein ganz sicheres Zeichen dafür, dass man eine ganz miese Unternehmenskultur hat, eine unterirdische Mitarbeiterzufriedenheit, ein schlechtes Management oder eine schlechte Geschäftsführung und vor allen Dingen ist die meiste Kreditresistenz unfähig, also reformbedürftig. Das heißt, kann jeder morgen mal in seinem Unternehmen nachfragen, wie ist unser Krankenstand, wie ist unsere durchschnittliche Krankenzahl der Mitarbeiter und dann wissen sie, wo es geschrieben ist. So, jetzt kommen wir zu dem Thema mit dem Chemnitzer Amtsblatt, falls hier Anwälte unter Ihnen sind, also ich kann das im Notfall dann beweisen, ne? Dazu, dass das Chemnitzer Amtsblatt durchaus bei etlichen Punkten, wo es praktisch geworden ist. Ich wollte darauf nicht tiefer eingehen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, Anfang des Jahres, also in diesem Frühjahr, mal anzufragen, sowohl bei der Barbara Ludwig im Amt, ne, die ist Vorsitzende des Aufsichtsrats vom Klinikum Chemnitz, von der CVAG, stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats Vereins Energie, und als Oberbürgermeister verantwortlich für die Stadtverwaltung Chemnitz. Also bei ihr habe ich dann angefragt, bei der Simone Kaleb angefragt, Geschäftsführerin der DGG, bei Jens Maywald, Vorstand der CKAG, beim Herbert Magwart, kaufmännischer Geschäftsführer von 1 Energie und Dirk Basler, kaufmännischer Geschäftsführer vom Klinikum Chemnitz.
dazu. Ob man sich nicht mal zusammensetzen könnte, ob da irgendeine Lücke ist, wo man mal sagen kann, da lohnt sich drüber zu reden, in Hinsicht auf intelligenten Umgang mit Wissen und Informationen in den jeweiligen Unternehmen und Bereichen, in Hinsicht auf die Unternehmenskultur und in Hinsicht auf die Mitarbeiterzufriedenheit. Also von der CVAG habe ich natürlich gar keine Rückmeldung gekriegt, aber von allen anderen kam wenigstens die positive Rückmeldung, wir haben keinerlei Bedarf an so einem Gespräch. Das heißt, in Chemnitz funktioniert das in all diesen Institutionen perfekt. Ich habe jetzt nämlich nicht die Krankenstände schicken lassen. Dazu. Jetzt kommen wir dazu, ich habe die Frage zuerst gestellt, mit dem Fachkräftemangel im Gesundheitswesen. Es haben sich endlich gemeldet, dass Sie das wissen, dass das so ist. Woher wissen Sie denn das? Welche Informationen haben Sie bekommen? Und dann nehme ich mal zwei Beispiele. Das eine ist ein Artikel aus der Zeit, war jetzt am 8. Oktober drin, und da steht drin, arm trotz Arbeit. Und da ist ein Beispiel von einer Erzieherin, die 30 Stunden die Woche arbeitet und unter 1.500 € netto kriegt zum Leben. Und da wird dargestellt, wie arm die ist und dass sie davon nicht leben kann. Jetzt muss man wissen, eine medizinische Fachangestellte, die also jeden Tag über Leben und Tod entscheidet, die eine extrem harte Ausbildung hat, kriegt in Chemnitz definitiv für 30 Stunden weniger als 1.000 € netto, ist alleinerziehend, auch wenn es alleinerziehend ist und drei Kinder hat. So, das heißt, und das ist das erste Wissen. Das zweite Wissen ist, natürlich ganz logisch, die Wessis ignorieren uns Ossis immer noch mal, weil sie das für arm darstellen, während 30, also hier mehr als ein Drittel weniger für eine viel härtere Situation, ist der Zeit nicht wert, es überhaupt einen Artikel drin zu schreiben. Dafür, obwohl das offensichtlich ist. Das sind aber wirklich Zustände in Chemnitz, also das, wofür die Barbara Ludwig zuständig ist. Ne? Dafür, dass die Alleinerziehende 100.000 € dort rausgehen muss. Und jetzt stelle ich mir die Frage, es gibt einen Gehaltstarifvertrag für medizinische Fachangestellte. Der ist in Chemnitz für die Tonne in unseren Gesundheitseinrichtungen dafür. Und dann stellen sich Leute hin und sagen, es gibt einen Fachkräftemangel im Gesundheitswesen, in der Pflege, in medizinischen Fachangestellten. Es gibt nur weniger Leute, die nicht mehr bereit sind, sich freiwillig versklaven zu lassen. Das ist es. Wer von Ihnen würde sich denn freiwillig versklaven lassen? Und weil sich da nicht mehr genügend finden, ne, die im Dreck rumkriechen, dann sagen die, wir hatten Fachkräftemangel. Ich würde sowas ja einsehen, wenn dort irgendwo kommt, okay, wir zahlen wenigstens den nicht schon zu hohen Gehaltstarifvertrag, der auf der Ärztekammer steht, wird aber nicht gemacht, aber es wird gejammert. Und dafür haben wir eine Oberbürgermeisterin, die sich als Mitglied der SPD klar beschimpft, ne? Die für soziale Verantwortung und soziale Gerechtigkeit steht. Das nächste Beispiel, was ich hereingenommen habe, ne, weil es da überhaupt keine Probleme gibt, ist die CVAG. Ich habe extra gar kein Bild von der CVAG genommen, ne, weil ich weiß, das Stärkste, was die CVAG hat, ist eine Rechtsabteilung. Da unten. Das heißt, wagen Sie mal einmal eine Kritik zu äußern an der CVAG. Dann werden Sie die kennenlernen. Ich habe noch nie in meinem ganzen Geschäftsleben, selbst als Geschäftsführer, so eine aggressive Rechtsabteilung erlebt, die mich angegangen ist, ne, dafür, mich bedroht hat dafür. Und zwar so lange, bis wir unwiderlegbar beweisen konnten, dass dort mehr als 4 extrem krasse Fehler im Bereich Abläufe, Prozesse, im Bereich Frechheit, Ignorierung von Kunden und sowas entstanden sind, die zu dem Schaden geführt haben. Was passiert dann am Ende, ne, weil man sich nicht hat einschüchtern lassen? Notgedrungen geben sie den Fall, in dem Fall war es ein verschwundener Rucksack, war gar nicht viel wert, ne? Aber hier geben sie dann die Haftpflicht der deutschen Nahverkehrs- und Versorgungsunternehmen weiter, dann kriegt man am Schluss ein Drittel zurück, ne? Dazu, Widersprüche geht es nicht, dann sagen sie, sollen wir doch klagen, sollen wir ein paar tausend Euro klagen, wenn man die restlichen 2/3 davon noch wieder haben möchte, ne? Dafür. So, und es gibt natürlich überhaupt nichts irgendwie an einer Entschuldigung oder sowas, was passiert ist, sondern sie stellen einen immer noch damals der Doofe. Das sind die Unternehmen, die perfekt funktionieren, die keinen Gesprächsbedarf haben in Chemnitz. Achso, das soll ja zum Schluss mit den negativen Dingen gewesen sein.
Es gibt natürlich jetzt auch die Möglichkeit oder das Ziel, ein Projekt, was ich schon lange im Kopf hatte, das beschäftigt sich mit dem Thema lebenswertes Chemnitz. Und das ist eine Sache, was wir nur umgesetzt kriegen, wenn jeder an diese Sachen mit anfasst, wenn die Bürger sich beteiligen und jeder an seinen Sachen was macht. Das würde jetzt hier zwei von den 12 Minuten in dieser Präsentation, die ich zur Verfügung stelle, ist der Link mit drin. Ich habe versucht, in dem Bild ein bisschen was davon zusammenzufassen, dass wir schon Positives in Chemnitz haben. Und genau für solche positiven Veränderungen, dafür ist eigentlich Wissensmanagement gemacht. In Wirtschaft, Verwaltung, Politik. Und deswegen, lasst uns ein lebenswertes Chemnitz bauen. Wahrscheinlich leider ohne eure Oberbürgermeister und Straßenverwaltung, CVAG, Klinikum Chemnitz 1, GGG und Co. Die Bilder sind aus. Das ist aus meinem Lego-Seel. Danke.